Ja, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und wenn man landläufig mit schlechtem Wetter eigentlich Regen, Schneefall oder auch Kälte meint, so sind auch Hitze und hohe Temperaturen für uns Läufer alles andere als optimal. Aber welches Equipment ist jetzt eigentlich das Richtige, wenn man in der Hitze trainiert? Eingeschmiert sollte man auf jeden Fall sein mit einem hohen Sonnenschutzfaktor. Eine Sonnenbrille sollte auch nicht fehlen. Wer empfindlich auf der Kopfhaut ist, sollte auch ein Kapperl tragen, im Idealfall in einer hellen Farbe. Funktionskleidung, die leicht ist und die Feuchtigkeit nach außen transportiert, sollte auch nicht fehlen. Am besten ist es aber, sein Training in die frühen Morgen- oder in die späten Abendstunden zu verlegen, um der großen Hitze auszuweichen. Und wenn zur großen Hitze dann noch hohe Ozonwerte dazukommen, dann sollte man jedenfalls das Training auslassen und einen Ruhetag einschieben. Wenn ihr aber all das beachtet, dann steht auch bei Hitze und hohen Temperaturen dem Training nichts im Wege. Viel Spaß dabei! Mehr Infos, Tipps und Tricks findet ihr auf Facebook oder unter sparkasse-running.at.